Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks und schön, dass ihr euch wieder zu mir verirrt habt. Ja, diesmal eine Runde im M103 Tier 9 Schwerenpanzer. Bin ich kurz ins Stock gekommen. Schwerenpanzer der Amerikaner, gespielt von Erich 67. Ja, Karte ist Kloster, wie man sieht, und hier ist er mit seinem Tier 9 als Top-Tier dabei. Und da sind wir mal sehr gespannt, was er mit uns so treiben wird. Die Teams sind recht ähnlich, wobei das Gegnerteam vielleicht ein ganz klein bisschen bessere Spieler hat, aber unterm Strich gesehen würde ich sagen, kann man schon mit beiden Teams was anfangen. So, er fährt hier erstmal klassisch Richtung Banane. In der Mitte wird natürlich schon fleißig gespottet. Sehr viel eigentlich von seinem Team dort. Also mit dem T-54, T-44, Aufklärpanther, AMX, T-49 und die IS-3 ist da verhältnismäßig sehr viel. Und hier, wiederum, wo er jetzt hinfährt, wo normalerweise gerade so der IS-3 oder so eher hätte mitfahren sollen, ist wiederum sehr wenig los. Bin ich sehr gespannt, wie der Verlauf sich so ergeben wird. M103 ist auch ein Panzer, der bei mir ganz weit oben auf meiner To-Do-Liste steht. T-32 habe ich schon und so lange dauert es nicht mehr, hoffe ich mal, bis ich den auch irgendwann mal mein eigen nennen kann. So, da oben ist jetzt schon ein bisschen was los. Da hat er jetzt den T-54, zack, konnte schon den ersten setzen. Und den ersten Abpraller kassieren. Und dafür ist er auch bekannt. Vernünftige Kanone. Oh. Das war einer von uns. Ah, das war natürlich sehr bitter. Aber ja, ich glaube, genau, das war definitiv keine Absicht. Aber ist auch keine klassische Stelle für den 6er Scout, wo der hier ist. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Was haben wir denn für einen Durchschlag? Wir haben 258 mit Normal und 340 mit Premium. Das sind schon Werte, die man definitiv lassen kann. Mit denen man auch definitiv arbeiten kann im Tier 9. Nimm ihn raus, nimm ihn raus. Na, schade. Ganz kurz. Na, jetzt macht es dann einer von drüben. So, jetzt aber. Sehr schön. So, jetzt wird er hier gerommelt. Ja, dann nimmt er ihn raus. Sehr schön. So, was wartet da denn jetzt noch? Oh, Lorraine. Oh, immer unangenehm. Lorraine hat jetzt hier den IS rausgenommen. Schauen wir mal, wie viel. Genau, rammen, rammen, rammen. Sehr gut. Und jetzt mit dem nächsten Schuss müsste sie eigentlich rausnehmen. Ja. Da wollte sie gerade flüchten, weil sie im Reload war. AMX 30 von hinten. Jetzt erstmal die... Oh, jetzt wird hier... Ja. So, jetzt der Ruh weg. Und jetzt muss der AMX 30 noch dran glauben. Oh, jetzt macht er... Oh nein, der lässt 6 Struktur stehen. Jetzt hat er das... Oh, jetzt hat er nur noch 39. Was ist das eng? Oh, da kriegt er ihn. Und jetzt ein T29 von hinten und der hat einen Abpraller bekommen seitlich an der Panzerung. Oh, wird das eng, wird das eng. Kriegt noch einen Abpraller. T29 schießt sogar schon mit Premium-Munition. Jetzt kriegt er nochmal einen drauf. Jetzt möglichst viel Schaden machen. Arti will hier auch unterstützen. Er prallt nochmal ab. Kann man das denn glauben? So, aber jetzt dürft er es selber schaffen. Ja, sehr schön. Also, unglaublich. Dass er da die Abpraller bekommt. Dass er da nicht stirbt. Schon mehrmals. Zum einen unglaublich glücklich, aber auch wirklich toll. Wow, also das zeigt, der Panzer, der kann definitiv was, wenn man ihn denn lässt. 10 zu 7 steht's. Und er hat auf jeden Fall hier drüben
seine Arbeit geleistet. Jetzt ist noch der VK, die Torte, Su und ein Type am Leben. Aber die müssten alle irgendwo sich da hinten aufhalten. Er tastet sich hier langsam rein. Bisschen wie bei einer Ausfahrt in die Kreuzung. Schauen erstmal, wo finde ich denn was? Ah, da ist die Torte. Da oben auf dem Weakspot. Könnte getroffen haben, könnte es aber auch nicht. Auf jeden Fall ist er offen. Passt da jetzt ein bisschen auf. Arti hat jetzt wiederum den Aufklärer-Panther rausgenommen. Unsere Arti, den VK. Den Tausch nimmt man lieber. Jetzt muss er hoffen und gucken, dass irgendjemand wieder was aufmacht. Ah, da hinten ist der Type. Der holt sich erstmal wahrscheinlich die Artis. Da ist die Torte wieder offen. Nicht durchschlagen vorhin. Aber jetzt in Ruhe. Ah, wieder nicht. Ärgerlich. Jetzt müssen sie irgendwas machen, weil... Ah, die Torte nimmt jetzt den T-54 raus. Hinten der Scout wird sich jetzt an den Artis erfreuen. Auf die Torte kommt er nicht. Jetzt muss er eigentlich fahren und macht es auch. Type nimmt jetzt auch die nächste Arti raus. Und die Torte jetzt in die Su. 152. Jetzt wird es nochmal deutlich knapper als unbedingt nötig. Der eigene T-54 fährt jetzt aber Richtung Base. Will die Arti, die letztverbliebene, unterstützen. Sehr gespannt, wie er hier mit der Torte umgeht, weil... Ja, 37 HP, das ist eigentlich für die kein großes Problem. Er wartet erstmal ab. Hinten der T-54 jagt den Type nun. Der hat seinen Spaß schon gehabt mit zwei der Artis. Ich denke mal, er wird warten, dass er wieder Arti-Support bekommt. Könnte ich mir jetzt zumindest gut vorstellen, wäre taktisch sinnig. Man sieht unten ganz schön, wie der T-55 danach fährt. Da kriegt er wieder auf. Jagt ihn richtig. Aber der Type ist halt schon verdammt schnell. Jetzt nur an dem T-54 seiner Stelle bloß keine Artischelle bekommen. Jetzt will der Type sich über den Hügel retten, um dann wieder... Feuerunterstützung seitens der Torte zu bekommen wahrscheinlich. Da sieht man jetzt die beiden. Oh, da ist die Torte. Jetzt muss er fahren. Jetzt muss er sich hier unterstützend zum T-54 retten. Da kann er der Torte einen geben. Torte hält weiter auf den T-54 drauf. So, zack, noch einen. Das war jetzt die Krux und das absolut Richtige zu warten, bis der T-55 hier unterstützend kommt. Vielleicht auch die Arti jetzt noch. Na, die hat noch 63 Sekunden Reload. Jetzt kommt die Torte. Fahrt, will ich hier drauf fahren? Und... Oh, ganz schlecht von der Torte, zeigt ihm nämlich die Unterwanne und diese Millisekunde nutzt er aus, holt sich in dem Augenblick den Krieger und macht die Torte weg. Wenn sie ein bisschen anders gefahren wäre, hätte das deutlich schwerer gehabt, aber so hat er wirklich, hat er sich unten herum entblößt, kann man schon fast sagen. Sehr schönes Spiel. Schauen wir mal, wo jetzt die Arti ist. Wer die bekommt, ob es der T-54 ist oder dann eher noch... Na, T-54 macht's. Knapp 5000 Schaden, eine super WN, einen Krieger geholt und wirklich das Spiel entschieden. Also sehr, sehr schön gespielt, hat mir sehr gut gefallen, zeigt mir, dass ich den Panzer definitiv haben muss. Ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen, deswegen lasst mir doch einen Kommentar, einen Daumen da. Ich freue mich, bis bald, euer Alcaramba.